Ja, Leute, was soll ich dazu sagen? Ne? Also, wenn ihr dachtet, da kommt so dieses Standard-Intro, ne, wie ich es sonst immer mache bei der Anmod. Ja, ich bin mittlerweile so krass niedergeschlagen, dass ich echt nicht mal mehr weiß, was ich noch mit meinem Leben machen soll. Aber ey, ne, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Lucky Spinbild hier in Forza Horizon 5 mit diesem wunderschönen Ram 2500 Power Wagon in der Performance-Variante, die wir zugelost bekommen haben und aufbauen durften. Und, ja. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Ausgabe und eine hoffentlich gute Unterhaltung. Falls es langweilig werden sollte, ey, ich habe euch davor gewarnt, ne? Also, spannend wird es, glaube ich, nicht. Ich habe auch nicht die Hoffnung, dass das Fahrzeug nicht mal, ey, der wird nicht mal 38 Punkte erreichen. Ich bin sogar so ziemlich safe. Weil so krass, wie er aus dem Quark kommt, ey. Boah, also da vergehen echt schon wirklich jegliche Gehirnzellen gehen dabei in Brand, ne? Also, puh, ja, was Besseres hätte uns echt nicht treffen können. Aber, naja, gut. So ist Lucky Spinbild eben. Wir haben ja Glück. Wir haben auch sehr großes Unglück. Ja, falls euch die dritte Ausgabe interessieren sollte, also Teil 1, schaut gerne mal, wie gesagt, in die Playlist rein. Dann könnt ihr das Ganze wunderbar auschecken. Findet ihr sonst in der Videobeschreibung oder auf der Playlist-Homepage auf meiner Kanalseite hier. Und ja, natürlich wünsche ich auch allen neuen Zuschauern erstmal ein herzlich willkommen hier. Ne, also es soll jetzt auch nicht so absolut depressiv jetzt von meiner Seite aus klingen. Ne? Also, ne, ich habe ja natürlich Spaß daran, natürlich das Video aufzunehmen, aber naja, die Bedingungen, die uns gestellt wurden, sind nicht das, wie ich sie mir erhofft habe. Aber naja, gut. Lassen wir das. Wir beginnen mit einem Straßenrennen bei Sierra Verde. 7,6 Kilometer mit dem absolut unglaublichen Power Wagon mit 519 PS, 650 Newtonmeter, 2,8 Tonnen. Der ist Offroad eine Granate, aber der Rest ist da einfach nur absolute Katastrophe. Echt lustig auch, dass er Geschwindigkeit 5,7 hat. What the fuck? Und dann hat er auch noch die Getriebeübersetzung aus der Hölle, also beim Feintuning, ne, da hatte ich zum Glück jetzt ein bisschen mehr Zeit gehabt. Konnte ich abseits vom Getriebe und vom Reifendruck gar nichts machen. Ey, aber vielleicht überrascht uns das Fahrzeug auf ganzer Linie. Man weiß es nicht. Ich habe einfach keine Hoffnung auf dieses Teil. Überhaupt nicht. Null. Ne, ihr seht nebenbei, wir fahren auf unschlagbar, ne? Also, damit auch hier jetzt keiner kommt und sagt, ja, du fährst in Wirklichkeit auf einfach gegen die, deswegen holst du 80 Punkte raus. Nein, das nicht. Selbst auf einfach würde das Fahrzeug Probleme haben gegen die Travatare. Wir müssen, glaube ich, das Gewicht, was es hat, zu unserem Vorteil nutzen. Ne? Einfach die Leute wegrammen. Ich glaube, damit ist unser Path belegt, gelegt. Das einzig Schöne an dem Fahrzeug, der hat mal einen halbwegs vernünftigen V8-Klang. Also das muss man dem Fahrzeug wirklich auf jeden Fall zugute halten. Ansonsten ist der beschleunigungstechnisch eine absolute Vollkatastrophe. Der hat 519 PS, klingt zwar halt natürlich auf den ersten Blick viel, aber wenn man halt natürlich weiß, der hat 2,8 Tonnen Gewicht. Ja, da kommt er ja sehr, sehr schwer aus dem Quark, ne? Dann hilft tatsächlich nur die Masse. Und die Masse müssen wir uns auf jeden Fall zum Vorteil nutzen. Also da mal richtig schön auf die Dravatare reinholzen. In der Hoffnung, dass sie da ein bisschen, ne, von unserer ach so geilen Performance mitgenommen wird, die der Raptor ausstrahlt. Und ja, wir kommen. Alter, als ob uns da jetzt sogar der Zaun richtig aufhält. Ey, jetzt ist das Spiel auch noch richtig cheating gegen uns. Wirklich. Jetzt cheatet auch das Spiel richtig gegen uns. Ja, ja, natürlich. Es werden ja auch komplett alle Steine in den Weg gelegt. Aber ja, verständlich. Ich meine, den Dodge Ram kann man ja auch anziehen finden. Wobei ja Ram eigentlich mittlerweile eine eigene Marke ist, ne? Obwohl, ist das noch die Tochtermarke vom Dodge? So wie es bei beispielsweise AMG ja vorher bei Mercedes war. Oder ist Ram eigenständig? Da wisst ihr, denke ich mal, mehr als ich. Hoffe ich. Vielleicht kann es auch sein, dass euch dieses Fahrzeug auch so 0,0 juckt, ne?
Ja. Was soll ich dazu sagen? Ich meine, wenn wir es schon sogar schaffen, den Ford Bronco hier wegzuschieben, dann bedeutet das schon irgendwie was. Oh Mann. Aber so dieses Rotzige beim Hoch- und Runterschalten, das ist immer noch extrem geil bei dem Fahrzeug. Hört man das im Innenraum auch? Okay, man hört es nur von außen. Aber ist okay. Ist okay. Also vom Klang her gebe ich schon mal gute Noten. Ansonsten ist die Rennhälfte extrem langweilig. Guckt euch das an. Ey, wie langsam wir sind. Im Vergleich zu unseren letzten beiden Fahrzeugen, ja, wo wir einmal ja, auch einen Performance-Aufbau hatten, der aber deutlich mehr auf die Waage gebracht hat. Und einen Rallye-Aufbau, der wirklich in fast jeder Disziplin komplett rasiert hat, haben wir jetzt mal ein Schläfer unter uns. Genau, wir haben einen Schläfer. Das trifft das ganz gut. Ne? Der schläft gefühlt ein. Ich meine, ich könnte auf Autopilot umschalten. Komm, ich mach das mal. Ich schließe meine Augen. Oh, ich glaube, ich lasse das mal. Okay, alles klar, ich lasse es mal. Ich hätte jetzt gerne auf Autopilot umgeschaltet. Oh, es wäre schon cool, wenn das Spiel Autopilot unterstützen würde. Hey, wir beenden das Rennen immerhin als Vierter. Es ist ja doch nicht so eine Vollkatastrophe, wie ich es mir zunächst gedacht habe. Und ich meine, bei dem hohen Offroad-Wert, die das Fahrzeug hat. Und ja, ich habe die Reifenmischung auf Straße umgeswitcht, ne? Es soll ja schließlich ein Performance-Aufbau werden. Der hat trotzdem eine Wertung von 8,6 im Offroad-Bereich. Ey, da muss das Ding halt wirklich hier auf Gelände rocken, ne? Nebenbei, wir bekommen 12 Punkte. Also, wenn wir sogar umso mehr überraschen, wenn wir da tatsächlich hier die 38-Punkte-Marke knacken würden. Ich glaube, an den Honda wird er. Oh. Ups. Naja, an den Honda wird er vermutlich nicht rankommen. Aber das andere Fahrzeug könnte der knacken. So, ja, zweites Rennen, zweites Glück. Was haben wir so in der Nähe? Ja, Cordillera Fahrt. Ja, dann begeben wir uns mal im Schneckentempo dorthin. Boah, Alter, diese Topspeed, ey, das ist so der Wahnsinn. Boah, Alter, dieser Gangwechsel, Alter, zieht der mich so hart in den Sitzen. Oh Mann, ey, dass ich so ein bisschen aufgedreht bin. Ey, also ich finde, das Fahrzeug macht ja was her irgendwo, ne? Ein Comedy-Charakter auf jeden Fall. Ja, also wie gesagt. Sagen wir es mal so, es hätte auch noch schlimmer ausfallen können. Aber schlimmer als das Teil, weiß ich nicht. Also ich finde schon fast das Übelste. Ja, also ich meine, das Ding ist. Ja, es gibt ja natürlich noch potenzielle Kandidaten, die noch schlimmer sind als das Teil. Ja, wenn wir jetzt auch noch die Gurkha hätten, der kaufbar gewesen wäre. Du hast dein Ziel erreicht. Naja, dann hat man sein Ziel wortwörtlich erreicht. Richtig, danke. Ich musste das jetzt nicht mal aussprechen. Dankeschön, Spiel. Ja, mach dich auf eine rasante Fahrt gefasst. Naja, rasant, ne? Während du die trockenen Hügel der Cordillera verlässt. Es gibt ein paar scharfe Kurven. Puh. Ey, das schafft doch unser Ford. Ich wollte gerade sagen, Ford. Unser Ram schafft das doch mit Klacks. Ey, das ist doch ein Brecherfahrzeug. Sorry, dass ich da gerade eben jetzt auf das Mikrofon gestupst habe. Ey, aber es ist so ein krankes Brecherfahrzeug. Guck mal, wir haben sogar mehrere Rennen nacheinander verloren. Ey, selbst das Spiel suggeriert mir, ich soll auf Profi fahren, damit ich jetzt mich nicht komplett blamiere. Nein, wir bleiben natürlich auf unschlagbar. Ne? 12 Punkte haben wir aus dem ersten Rennen mitgenommen. Gerade jetzt im Dirt muss das Fahrzeug eigentlich beweisen, was er drauf hat, obwohl wir einen Performance-Aufbau gemacht haben. Findet den Fehler, Jungs und Mädels. Findet den Fehler. Macht überhaupt von vorne bis hinten gar keinen Sinn, was wir damit fabriziert haben. Ich muss sagen,
abseits der ganzen Späße und der Beklopptheit, die ich hier so an dem heutigen Tag ausstrahle, vielleicht grenzt das auch schon ein bisschen an Dummheit, gefällt mir diese dunkelrote Lackfarbe eigentlich bei dem Ram ganz gut, ne? Muss ich sagen. Es geht ab. Nichts hält mich am Boden. Keine Ahnung. Hey. ja, ich habe eigentlich fast 1:1 das gesungen, genau. Ja, und ich weiß, am Anfang heißt es, ich heb ab. Aber egal. Ne? Abheben kann ich ja sowieso nicht mit dem Teil, weil er 2,8 Tonnen wiegt. Ey, ganz ehrlich, ich könnte sogar ohne Scheiß, ne? Ich könnte sogar eine BMW Isetta draufsetzen, den bisschen tunen, und der würde dieses Fahrzeug sowieso im Grund und Boden zerstören. Sowas könnte ich auch machen. Digga, der fühlt sich doch gar nicht mal an, als würde man auf B621 unterwegs sein. Die Werte spiegeln auch nicht das wider, was es kann. Obwohl, ja, denke ich doch, ne? Also, wenn man halt gesehen hat, dass die Leistungseckdaten dieses Fahrzeugs ein bisschen katastrophal sind. Ja, ihr habt die offiziell die Bestätigung. Hey, aber immerhin können wir ein paar Driver-Tare weghauen. So, wir kommen ein bisschen runter. Entspannen uns mal. Mehr gibt's auch dazu nicht zu sagen. Also, ich glaube, so eine absolute Maximalenttäuschung ist das Fahrzeug jetzt nicht. Also ich meine, wenn er im Straßenrennen schon 12 Punkte geholt hat, ne, und im Dirtrennen macht er da jetzt auch keine schlechte Figur, obwohl wir Straßenreifen haben, ne, immer noch. Und obwohl wir das Fahrzeug überhaupt nicht mal im Ansatz auf Offroad belassen haben, sondern, wie gesagt, Performance aufbauen mussten. Macht er aber doch keine allzu schlechte Figur, muss ich sagen. Ey, das geht vollkommen klar. Genau. Also es könnte wirklich schlimmer sein. Okay, sogar so krass, dass ich einen Checkpoint verpasse. Alter, ey, so bahnbrechend ist diese Topspeed. Boah, da habe ich mich aber auch minimal verschätzt. Okay, mit dem Hintern habe ich noch den Checkpoint bekommen. Immerhin. Ja, die ersten beiden sind von uns weggezogen. Könnt ihr von mir aus machen. Ich habe sowieso kaum Hoffnung. Vielleicht sollte ich das aber doch nochmal mit der meiner Aussage vom Anfang nochmal umdenken. wo die 38 Punkte nicht knacken könnte. Ich glaube, das sieht sehr, sehr stark danach aus, als würde das Fahrzeug hier die 38-Punkte-Marke knacken. Da Fug! Ist aber aus dem Dirtrennen 14 Punkte raus. Ist auch irgendwie echt ein bisschen lächerlich, ne? Eieiei, also... Ne? Willkommen zu einer tollen Ausgabe von Lucky Spinbet hier auf meinem Kanal mit diesem wunderschönen Ram. Power Wagon. Alter, strotzt nur so von Leistung, ne? Das ist nicht mehr 2500, sondern... Ich würde mal sagen 2800. Weiß auch ehrlich gesagt nicht, wofür die 2500 auch steht, aber ganz ehrlich, will ich auch nicht wissen. Juckt mich nicht. So, haben wir hier jetzt ein Geländerennen in der Nähe. Ey, da muss das Fahrzeug aber auch sowas von krass performen, ne? Sag ich euch ganz ehrlich. Also, wenn der im Gelände jetzt ablust, ne? Dann ist wirklich die Welt komplett auf den Kopf gestellt, ne? Da hilft auch selbst sogar das beautiful and diverse Mexico nicht. Wie gesagt, also für diejenigen, die jetzt auf die Art des Humors nicht ganz klarkommen, es ist alles Ironie, also, ne? Es ist alles Ironie. Vielleicht hätte ich vielleicht nochmal eine Triggerwarnung aussenden oder einblenden sollen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Boah, es ist so ein krasses Rennen. Ich überhole sogar einen, was bist du? Ich glaube, du bist ein Runner, ne? Du
Toyota Runner TRD Pro, oder? Ey, jetzt würde mich mal interessieren, wie das Fahrzeug heißt. Ich habe es schon wieder komplett vergessen. Es gibt ja einmal den Tacoma und der Tundra. Das sind ja beides diese Pickups. Und da gibt es ja noch den Forerunner. Genau, Forerunner. Richtig. Sehr schön. Der hätte nämlich diese gehabt. Wenn wir das Fahrzeug bekommen hätten... Puh. Wer ist Ende im Gelände? So, wählen wir das schöne Teil aus und fahren mal das dritte Rennen. Also bisher steht er mit 26 Punkten, aber doch ziemlich, ziemlich gut da. Muss man auch so sagen, ne? Also eigentlich sollte ich da voll des Lobes bei dem Fahrzeug sein, aber irgendwie... Hey, fühlt sich diese Folge so zäh an? Ich weiß nicht, also... Ist halt kein Vergleich zu dem beiden vorangegangenen Fahrzeuge. Das ist halt wie so, als würdest du... Weiß ich nicht. So wirklich ein Schneckenrennen veranstalten. Trimatare geben sich hier Saures und ich versuche, denen auch Saures zu geben. Aber bei mir kommt nur Süßes raus. Ha! Oh Gott, okay, ich sollte das mal mit dem Wortwitzen jetzt mal lassen. Ja. Ey, wenn wir ja so viel schneller sind als der Jimmy, das sagt, wow, okay, ich dachte, ich hätte jetzt auf das Fahrzeug aufgesprungen. Jetzt wäre an der Stelle das Video wirklich endgültig demonetarisiert. Wenn ich eine Monetarisierung überhaupt hätte. Ey, aber ich sag euch ganz ehrlich, wenn ich jetzt den Mazda Speed gezogen hätte, ne? Dann, also wenn ich jetzt den Runner nicht gezogen hätte, sondern, den Runner sage ich schon. Doch, ist auch Runner. Ne, ist ein Powerbike, Entschuldigung. Meine Güte, ey, ich verwechsel da sehr, sehr oft die Namen. Ne, also, wenn ich da jetzt den Mazda Speed hier gefahren hätte, ja, wäre vielleicht ein bisschen schneller gewesen, aber mit dem Fahrzeug wäre es, glaube ich, noch langweiliger gewesen, weil dann hätte ich mich wegen der Optik extrem aufgeregt. Ne, hier rege ich mich auch wegen der Optik aus, auf. Aber der gleicht das halt durch seinen soliden Klang aus. Also von daher hält sich das so ein bisschen in Waage. Und ich meine, Perform tut das Ding auch nicht so schlecht. Ist halt okay. Deswegen sind wir auch eigentlich immer so im, ich sag mal, oberen Mittelfeld unterwegs. Aber bisher haben wir in keinerlei Disziplin wirklich herausstechende Leistung gezeigt. Das muss sich jetzt umgehend ändern. Bei der Straßenszene rennen. Da fühlt sich doch das Teil wie zu Hause. Klar, jetzt fehlen da noch so die Upgrades aus Mario Kart, ne? Wenn man da irgendwie so Bananen schmeißt oder Pilz hat, womit man sich nochmal boosten kann. Boah, es wäre so geil, wenn wir bei Horizon einfach mal Nitro hätten. Das wäre so geil. Oh, ich habe einen Gang hochgeschaltet. Boah, das ist ja schon eine Welt. Woo! Alter, ey, der droppt ja uns down auf. Ja, klar. Ja, fahr ruhig. Hier, bitte. Ja. Genau, ich weiß zwar nicht, woher er diesen extremen Speed hatte nach der Landung, aber... Ja, Chapeau, hier, Respekt. Ich möchte mal kurz anmerken, dass wir jetzt... In dem Moment... Entschuldigung, es gab mal einen kurzen kleinen Cut. Okay, ich mach das mal. Ich muss mal erstmal wieder klarkommen, ey, nach dieser... Nach dem Ungeheuer, ehrlich. Also, das ist wirklich so ein richtiges Biest, ne? Ich meine, der hat jetzt schon mehr Punkte geholt als das erste Fahrzeug aus Lucky Spin Build. Wir waren zweimal Dritter und einmal Vierter. Das macht schon 40 Punkte auf dem Konto. Wenn wir jetzt noch das letzte Rennen gewinnen, ja? Dann knackt er sogar die Punktzahl von unserem letzten Fahrzeug. Why? Na gut, egal. So, gucken wir mal beim letzten Disziplin, ob der überhaupt noch irgendwie zu irgendwas tauglich ist, keine Ahnung. Okay, wir haben gar kein Straßenszenerennen in der Nähe, dann müssen wir, ja, ein Bergrennen machen. Ein Bergrennen. Das klingt doch wunderbar. Dafür ist das Fahrzeug wie gemacht. Wie geleckt auch noch.
Ja, ein Bergrennen. Schön. Dafür sieht das Fahrzeug sehr wohl. Wollte ich nur mal gerade sagen. Nach einem harten Renntag. Ja, also ich bin wirklich schon auch echt körperlich kaputt. Geistig bin ich komplett zerstört worden. Mentaler Breakdown. Und das Fahrzeug macht einfach mal seine Sachen. Auf den Highway dient diese Route als beliebter Weg zurück in die Stadt, um dort eine ausgelassene Nacht zu verbringen. Der Verlierer bezahlt die Getränke. Prost. Um das mal schon mal vorneweg zu verhindern. Ganz ehrlich, wenn das Fahrzeug jetzt schafft, ne, das letzte Rennen zu gewinnen, hat er mehr Punkte und ist der Führende in meiner Rankingliste, die ich gar nicht führe. Aber dann hat er die meisten Punkte geholt. Wenn er es schafft, ja, dann. Ich würde sogar eine Wette machen wollen, aber ich bin sowieso extrem schlecht im Wette machen. Ja, weil da habe ich auch immer Pech. Ja, dann zahlt es mir dieses Format halt doppelt und dreifach zurück und dann kriegen wir noch mehr Scheiße als ohnehin schon. Ach, immerhin fahren wir im Sonnenaufgang. Das ist doch mal was Schönes. Obwohl, ich habe noch nicht mal geguckt, ob es ein Sonnenaufgang ist oder Sonnenuntergang. Keine Ahnung. Ist ja beides das Gleiche. Ist ja Wurst. Ja, letztes Rennen. Also wirklich, also wenn er schafft, das letzte Rennen zu gewinnen, dann hat er wirklich mehr Punkte, ne? Dem zweiten Platz ist er auf dem Ranking Zweiter. Das ist auch eine Leistung. Auch wenn ich mich sehr lustig gemacht habe über diesen Wagen, man muss aber neidlos anerkennen, dass das Teil hier ganz okay war. Der Vorteil ist jetzt, wir können einfach jeden hier wegschieben, ne? Wir haben jetzt Masse auf unserer Seite. Das, was wir jetzt nicht so sehr zeigen konnten, hier beim bei dem Rennen gegen die anderen Konsorten, die in unserer Klasse zugeordnet waren, ja, könnten wir jetzt tatsächlich ein bisschen mit Masse punkten. Es ist schon beängstigend, dass das Fahrzeug schon vorne hier easy mithalten kann. What the fuck? So, der Albini. Okay, jetzt habe ich schon wirklich so ein bisschen Ego-Boost bekommen. Jetzt muss ich den knacken, ey. Gegen den Esslöffel Bini muss ich auf jeden Fall gewinnen. Dann denke ich immer noch so an Beans. Oh Mann, ey, das war so geil gewesen damals. Ach ja, waren da noch Zeiten. Also ich komme aus der Fahrradperspektive. Ne? Es ist auch echt lustig zu sehen, dass der Fahrer sogar höher sitzt als die Fahrzeughöhe dieses Fahrzeugs. Ja, was ist denn schon Godzilla dagegen, wenn wir einen Ram Power Wagon haben? Boah, der einfach nur vor Power strotzt, ne? Und wir auch noch gewinnen. Ey, das ist jetzt nicht gescriptet oder so. Ich habe da wirklich kein Skript. Ich schwör's euch, wirklich. Ich wusste da nicht mal, dass dieses Fahrzeug wirklich so geil ist zu fahren. Echt, das Ding macht mich einfach fassungslos, ne? Das hinterlässt mich mit mehr Fragezeichen als Antworten zurück. Ja. Okay, wir genießen noch mal die letzten paar Meter. Jetzt muss ich mal so richtige Cappy aufsetzen, ne? Dann fühle ich mich wirklich wie so ein richtiger Truck-Driver. Hier. So, mit schön so einem Halm hier im Mund. So ein Strohhalm. Sagt man das so? Keine Ahnung. Ah, ihr wisst schon, was ich meine. So ein Gerst im Mund oder so, wie auch immer. Keine Ahnung.
Ich laber echt viel zu viel Scheiße. Aber das Fahrzeug schließt das Rennen wirklich unerwartet als Sieger ab. Damit hat er wirklich jetzt literally mehr Punkte auf seinem Gesamtkonto als das letzte Fahrzeug, den wir aufgebaut haben. Ich bin der Meinung, das war von den Driver-Tarn mit Absicht, das ist ein bisschen gescriptet gewesen von deren Seite aus. Vielleicht hat sie auch irgendwo ein bisschen Mitleid gehabt, dass ich da mit diesem Wagen hier an den Start gegangen bin. Das könnte es natürlich auch sein. So. Mir ist es egal, was wir bekommen. Das zählt sowieso nicht. Irgendwie kriegen wir auch echt nur Kacke, ne? Also, Wispin ist halt in dieser Ausgabe wirklich nicht unser Freund. Das muss man leider fairerweise so sagen. Naja, ich würde mal sagen, wir gehen zurück zu unserem Häuschen. Ich meine ganz ehrlich, der ist auf dem Thron geblieben. Das heißt, wir müssen ihn natürlich hier in Hotel Castillo hier verfrachten. Ja, wir haben leider keine Burg, wie es im vierten Teil noch der Fall war. Da wäre das Fahrzeug sowas von besser aufgehoben. Da bin ich mir sogar zu 100% sicher, dass er da wirklich seinen Platz an der Sonne hier verdient hätte. Aber ich meine, das Hotel ist doch auch ein guter Ersatz. Ja. Fazit zum Ganzen. Ich mache erstmal ein Foto. Einen Moment. Facecam wie immer ausgeblendet. Ne, das ist immer so ein bisschen die Phase, wo man da jetzt ein bisschen Schickimicki-Bild machen soll. Digga, das Fahrzeug passt ja überhaupt nicht mal rein, ne? Ich muss sogar wegzoomen, damit das Fahrzeug irgendwie halbwegs vernünftig hier ausschaut. Moment, jetzt habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Hoppala. Eine Sekunde. So, mal ganz kurz die UI ausblenden. So. Nee. Ja, okay. Ist okay. Ah, so. Sehr schön. Ja, haben wir auch ein Bild für die Ewigkeit für das Fahrzeug gesammelt. Fazit zum Ganzen. Ja, hat die meisten Punkte geholt, aus 41 Disziplinen. Ein vierter Platz beim Straßenrennen. Zweimal dritter jeweils beim Dirt und beim Geländerennen. Und der erste Platz bei der Straßenszene-Rennen. Ja, was lässt sich abschließend dazu sagen? Ich hatte echt viel Spaß. Also ganz ehrlich, das Fahrzeug hat mich echt unterhalten. Also auf eine andere Art und Weise mich unterhalten. Also es war langsam. Ich habe jetzt keine Vergleiche mehr, die das nochmal toppen kann als eine Schnecke, ne? Aber es war langsam. Wie eine Schnecke. Und dafür, dass es Performance-Aufbau war, hat er sich echt gut geschlagen. Sogar komischerweise dafür, dass das Ding nicht mal mehr auf Offroad getrimmt ist, sondern ach komm ey, ganz ehrlich, diesen Wagen kann man sich wegstecken. Ja, aber nee, nichtsdestotrotz muss man dennoch die Leistung dieses Fahrzeugs anerkennen. Der hat seinen Job getan, der hat seine Duty erfüllt. Ne, so wie es auch draufsteht auf den Seiten. Ne, Heavy Duty. Der hatte eine schwere Pflicht. Der hatte eine schwere Last zu tragen gehabt. Und diese Last konnte er in den vier Disziplinen unter Beweis stellen, dass es würdig war. Und ich meine im Endeffekt, okay, jetzt mal Ironie vorneweg. Also eigentlich war das Ding wirklich sehr entspannt zu fahren. Ne, auch dadurch, dass er natürlich langsamer war. Und naja, ist halt für seine Klasse eigentlich echt gut ausgelegt. Ne? Also das ist ein richtiges Allround-Talent tatsächlich. Also doch, doch, damit will ich das Ganze abschließen. Mit einem Allround-Talent. Ne? Schade, dass man da jetzt nicht mehr am Feintuning machen konnte. Aber nichtsdestotrotz sage ich euch ganz ehrlich, das ist super, es ist okay. Ne? Kann man machen. Also wir haben im Tuning, glaube ich, auch jetzt nichts Verkehrtes gemacht. Auch wenn Performance irgendwie ein bisschen fehl am Platz war. Jetzt könnten einige sagen natürlich, okay, es gibt den Rabbit TRX, ne, den ich nebenbei auch noch gerne im Spiel hätte, wohlgemerkt. Gut, das ist ja irgendwo auch eine Performance-Variante, also weit hergeholt ist es ja nicht. Also, der hat seinen Job gut gemacht. Würde ich es jedem empfehlen, auszufahren? Tatsächlich ja. Würde ich es jedem empfehlen, das so aufzubauen? Nein. Das würde ich dann tatsächlich niemandem empfehlen, ne, weil damit werdet ihr nicht so viel Spaß haben. Glaubt mir, also ich habe mich da auch echt schon gequält. Aber nichtsdestotrotz war es das mit der heutigen Ausgabe von
Lucky Spinbild hier in Forza Horizon 5. Und wenn euch die heutige Ausgabe gefallen haben sollte, lasst gerne eine Bewertung auf dieses Video da, sei es ein Daumen nach oben oder einen netten Kommentar eurerseits, würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, beim nächsten Mal gucken wir mal, was uns ja das Wii Spin denn so garantiert. Oder vielleicht machen wir auch eine Super Wii Spin Edition. Ich weiß es noch nicht. Lasst euch überraschen. Ich weiß es nämlich selber nicht, also lasse ich mich auch dementsprechend überraschen, ne? Je nachdem, wie viel Lust ich auch habe. Und in diesem Sinne, ja, bedanke ich mich nochmal fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin und haut rein.